Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und heute gibt es eine weitere Folge der Hertha News. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu berichten. Ich möchte über ein Transfergerücht sprechen, was gestern Abend aufgekommen ist. Ich möchte aber auch über den Verletzungsstand unserer Spieler sprechen, über das morgige Testspiel gegen Mechelen. Und abschließend gibt es von mir auch nochmal einige Worte zu einigen Ex-Spielern und ich würde sagen, verlieren wir auch gar nicht so viel Zeit und sprechen wir über die erste Thematik des Tages. Nämlich berichtete Sky Sport News gestern Abend in ihrem großen Transfer-Update in einem ganz, ganz kleinen Part von einem Spieler, an dem Hertha BSC Interesse zeigt. Nämlich handelt es sich dabei um Luca Masaila vom FC Viktoria Köln aus der dritten Liga. Wahrscheinlich werden jetzt die meisten von euch genauso reagieren wie ich, als ich diesen Namen gestern Abend gelesen habe. Wer ist das denn? Ja, Luca Masaila spielt in der dritten Liga unter unserem Ex-Co-Trainer Olaf Janssen beim FC Viktoria Köln und er schlägt sich dort wirklich ziemlich gut. Wir können uns mal die Statistiken etwas genauer anschauen. In 18 Drittligaspielen für Viktoria Köln hat er 9 Treffer erzielt und 3 Treffer vorbereitet. Man kann sagen, dass er Zehner ist, aber er kann auch sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite auf Außen spielen. Und vom Spielstil her ist er meiner Meinung nach schwierig einzuschätzen. Ich habe mir wieder nur die Highlights angeschaut und ihr wisst es, von den Highlights aus zu beurteilen, wie sich der Spieler spielerisch schlägt, das ist immer eine schwere Sache. Ich würde aber sagen, dass er sich wirklich in den letzten Jahren vor allen Dingen gesteigert hat. Bei Viktoria Köln hat er jetzt wirklich Konstanz in seinen Leistungen bekommen und ist ein konstant guter offensiver Mittelfeldspieler. Ein offensiver Mittelfeldspieler, der meiner Meinung nach nicht so ein Spielmacher ist. Das heißt, er ist jetzt nicht zum Beispiel Spieltyp Palko Dardai oder Benze Dardai, einer, der den schlauen Pass setzt, sondern auch vielleicht mal ein offensiver Mittelfeldspieler, der selber den Abschluss sucht. Und das sieht man eben auch, er hat 9 Tore erzielt und ist damit, würde ich sagen, ein sehr torgefährlicher offensiver Mittelfeldspieler. Einer, der eine gute Technik mit sich bringt, der auch ein gutes Tempo mit sich bringt und auch meiner Meinung nach, so wie es zumindest in den Highlights wirkt, sehr kämpferisch wirkt und zudem auch noch wirkt wie ein absoluter Ackerer. Er arbeitet, ja, ich habe mir jetzt kein Viktoria Köln-Spiel komplett angeschaut, tut mir leid, aber man merkt eben, dass er ein absoluter Ackerer ist. Er läuft viel, er sucht die freien Räume und versucht dann auch diese Räume auszunutzen. Und ich finde den Spieler an sich interessant, aber ich muss sagen, ich weiß nicht so recht, was wir mit ihm anfangen sollen. Ich gehe gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Sky Sport News hat berichtet, dass Luca Masaila von Viktoria Köln das Interesse vieler verschiedener ausländischer Erstligisten und Zweitligisten und auch eben von Hertha BSC auf sich zieht. Sein Vertrag läuft jetzt im Juni aus und er wäre damit im Sommer ablösefrei zu haben. Ein Winterwechsel ist aber auch möglich und auch im Bereich des Machbaren. Er kostet jetzt im Winter rund 200.000 Euro, so heißt es. Ich verstehe aber nicht ganz, was wir mit diesem Spieler anfangen wollen. Erstmal, ich kann nicht sagen, wie konkret das Interesse von Hertha BSC wirklich ist. Fakt ist, dieses Interesse besteht und Hertha BSC habe sich erkundigt. Aber wir werden es wahrscheinlich auch noch bei einigen mehr Spielern erkundigt haben. Ich finde, Masaila passt nicht ganz so gut bei uns rein. Er ist 26, bald 27 Jahre alt und auf der 10er Position weiß ich nicht, ob er die absolute Verbesserung zu Palko Dardai ist. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Er ist ein guter Drittligaspieler, aber wir wollen in der zweiten Liga den Aufstieg mitspielen und ich finde, dort ist Masaila die falsche Adresse, der falsche Spieler. Wir haben jetzt sowieso auf der 10er Position, wenn alle Spieler fit sind, das wird ja wohl hoffentlich bald so sein, Palko Dardai, Benze Dardai und Ibo Maser. Und ich finde, ein Masaila wäre da das komplett falsche Zeichen an die eigenen Talente zu sagen, yo, wir setzen euch jetzt hier einen 26-jährigen Drittligaspieler vor der Nase. Jetzt seht zu, wie ihr euch gegen den durchsetzt. Masaila ist definitiv kein schlechter Spieler. Und er macht es bei Viktoria Köln gut und es ist gut, dass er Konstanz in seine Leistungen reinkriegt. Aber ich finde einfach, dass er momentan, da er nicht eine konkrete Verbesserung ist, zum Beispiel Palko Dardai, dass er einfach nur Spielzeit unseren Talenten wegnehmen würde. Ich fände es okay, wenn man einen Zehner verpflichtet, einen Spielmacher. Aber Masaila ist kein Spielmacher. Er ist
ja, natürlich ein Spieler, der das Spiel mitgestalten kann, aber er ist jetzt nicht derjenige, der viele Chancen kreiert, der viele progressive Pässe und Läufe gibt. Er ist eher ein Spieler, der auch den Abschluss sucht. Und ich finde, wir brauchen einen Spieler auf der 10, der wie Pajko Dardai Haris Tabakovic in Szene setzt. Jetzt mit Niederlechner und Tabakovic sieht man halt eben, dass Niederlechner öfter den Abschluss sucht und dass Tabakovic mehr oder weniger in der Luft hängt. Er wird weniger angespielt und Tabakovic, der wird immer von 3 Gegenspielern belagert und das ist natürlich ein Problem. Und ich finde, wenn wir einen Zehner verpflichten, dann bitte einen Zehner, der ein Spielmacher ist. Ein Spielmacher, sodass Pajko Dardai vielleicht auf den Flügel rücken kann. Also zu Masaila muss ich sagen, das ist so das erste Gerücht in diesem Winter, was mir nicht so ganz gefällt, denn ich glaube, wir können auch höhere Regale angreifen. Und wir sollten auch gucken, dass jetzt Benze Dardai, Ibu Masa, Pajko Dardai, dass die natürlich langsam aufgebaut werden, aber dass die auch wieder auf ihre Spielzeit kommen. Und Masaila kann natürlich auf den Flügeln ausweichen, er kann rechts und links spielen, eher sogar auf der linken Seite. Aber auch dort haben wir gerade Reze, Schern, Gustav. So, ich würde ihn ungerne Masaila vorsetzen. Denn ich glaube, ihm fehlt auch so ein bisschen einfach die Qualität. Er hat jetzt gute Werte in der dritten Liga, aber für mich ist das ähnlich wie Ahmet Arslan auch eine Wundertüte. Ahmet Arslan hat bei Dynamo Dresden letzte Saison alles abgerissen. Top-Torschütze und was weiß ich, wie er hochgelobt wurde. Aber in Magdeburg jetzt merkt man eben, dass der Schritt von der dritten in die zweite Liga doch ein bisschen höher ist. Also ich würde Masaila nicht verpflichten. Das ist meine Meinung zu diesem Deal, zu diesem möglichen Deal. Natürlich, man weiß nicht, wie konkret das Interesse von Hertha BSC ist. Aber momentan sehe ich keinen Bedarf, ihn zu verpflichten. Möglicherweise einen anderen Spieler mit einem etwas anderen Spielerprofil und einer etwas anderen Vergangenheit. Aber ich glaube, ich würde von diesem Deal Abstand nehmen, wenn ich Sportdirektor wäre. So viel von mir zu diesem Deal. Damit können wir jetzt auch schon direkt zum nächsten Thema rüberschwappen. Und zwar geht es um Fabian Reze. Fabian Reze, ja, da gab es ja zuletzt einige Gerüchte. Ja, es hieß, Werder Bremen sei interessiert, der FC Augsburg sei interessiert, ein Bundesliga-Wechsel im Winter stand sogar im Raum. Aber Reze hat mehr oder weniger in einer Instagram-Story für klar Tisch gesorgt. Ich blende sie euch einfach mal hier an dieser Stelle ein. Und ich finde, man merkt irgendwie, dass Reze volles Commitment zu Hertha BSC und dem Verein zeigt. Er sagt mit dieser Story eigentlich ja mehr oder weniger aus, dass ein Winterwechsel ausgeschlossen ist, dass er sich auf die Aufgabe in der Rückrunde konzentriert und dass er, ja, sich erstmal natürlich auf seine Gesundheit konzentriert. In der Rückrunde, und für mich klingt das so, als würde ein Winterwechsel erstmal ausgeschlossen sein. Ich möchte natürlich nicht komplett alles abschreiben, aber ich denke, so wie ich es auch schon in den letzten Wochen vermutet habe, Fabian Reze wird bis Sommer bleiben und dann wird man im Sommer anhand unserer sportlichen Situation erneut bewerten, ob ein Verbleib von Fabian Reze sinnvoll ist oder ob er möglicherweise entgegen einer Ablöse wechselt. Laut der Bild soll es keine Ausstiegsklausel in dem Vertrag geben. Ich bin mal gespannt. Aber das oberste Gut ist jetzt sowieso, dass Fabian Reze so schnell wie möglich fit wird. Er ist ja auch nicht im Trainingslager mit dabei. Es bestand der Verdacht einer Herzmuskelentzündung. Das hat sich in den ersten Ergebnissen erstmal nicht bewahrheitet. Wir haben ja eigentlich auch schon im Testspiel gegen Erzgebirge Aue gesehen, dass der Ausfall von Fabian Reze, das ist herrlicherweise ein Riesenverlust. Also ohne Reze geht nichts. Man kann nur hoffen, dass er so schnell wie möglich fit wird. Morgen ist ja erstmal das Testspiel gegen Mechelen. Ich bin mal gespannt, wie wir das da angehen. Ob wir wieder mehr oder weniger mit einer Dreierkette spielen, mit Schienenspielern. Denn momentan haben wir wenige Flügelspieler. Martin Winkler ist auch nicht so fit. Der muss jetzt auch einige Male aussetzen im Trainingslager. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die Bild berichtet, dass es der Plan sei, Marton Dardai in einer Dreierkette in einem 3-5-2-System als zentralen Innenverteidiger zwischen Kempf und Leisten aufzustellen, sodass Marton Dardai mehr oder weniger in Ruhe sein Spiel aufbauen kann. Denn wir wissen, Marton Dardai hat so ziemlich den besten Spielaufbau bei uns aus 7 Kader. Aber wir werden ja morgen das Testspiel gucken und dann gibt es am Abend meine Analyse. Ich werde da meinen Senf zugeben und dann können wir mal schauen, wie es gelaufen ist. Apropos Trainingslager. In das Trainingslager sind auch einige Tente wieder mitgereist, zum Beispiel Tim Hoffmann, aber auch ein 16-Jähriger ist mit dabei, nämlich Boris Lum. Das ist auch krass, den Namen habe ich schon einige Male gehört, gilt in der U17 als recht großes Talent, ist, meine ich, Sechser. Und ich bin sehr gespannt, wie der sich schlägt. Also muss man wirklich sagen, unsere Jugend wieder mal top. Jedes Jahr schaffen es neue Talente in das Trainingslager und der Schritt ins Trainingslager, das ist ja schon
ein recht, recht guter Schritt in Richtung Profikader. Ich bin ja gespannt, aber der Mann ist 16 Jahre alt. 16 Jahre alt, muss man sich mal vorstellen. Der ist im Jahr 2007 geboren. Ich war 3 Jahre später als ich. Ist das heftig. Aktuell, um jetzt nochmal ein Update zum Trainingslager zu geben, ist es so, dass Martin Winkler wieder mit der Mannschaft trainiert. Maser trainiert aber immer noch individuell, aber das stand ja schon im Vorfeld fest. Maser ist noch nicht so weit. Bilal Hussein musste aber eben auch aussetzen. Das ist der aktuelle Stand. Ich bin mal sehr gespannt, wer da morgen auf dem Testspielrasen steht. Wir haben ja am Samstag, glaube ich, noch ein Testspiel gegen die Rangers. Das gucke ich mir an. Das ist wirklich spannend. Und dann geht es ja schon nächste Woche Samstag los gegen Fortuna Düsseldorf. Meine Güte, es geht jetzt Schlag auf Schlag. So, zum Abschluss gibt es von mir nochmal eine kleine News zum Spiel gegen Greuther Fürth. Am Freitag startet der Kartenvorverkauf für das Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth. Hertha hat insgesamt ein Kontingent von knapp 2200 Karten. Ja, die Karten sind sehr teuer, auf Hamburg-Niveau, aber nun gut, ich freue mich sehr auf dieses Auswärtsspiel. Ich hoffe, dass ich Karten natürlich kriege, damit ich dann auch im nächsten Auswärtsspiel in Folge mit dabei sein kann. So viel dazu, aber einige Leute hatten sich das immer gewünscht, dass ich das auch mal erwähne in meinen Videos. Nicht, falls man das mal irgendwie vergisst und da mal drüber liest. Deswegen erwähne ich das jetzt auch mal mit, wann die Vorverkäufe für die einzelnen Spiele sind. Demnächst ist auch der Mitgliedervorverkauf für das Spiel gegen Hamburg zu Hause. Also, deckt euch mit Tickets ein, kommt in das Stadion, das Lautern-Spiel. Das ist auch heftig, das ist fast ausverkauft, nur noch ganz, ganz wenige Tickets zur Verfügung, ich glaube noch knapp 2000. Und es ist nicht so, dass jetzt gegen Kaiserslautern 20.000 Auswärtsfans kommen, sondern der Großteil der Karten gehen auch wirklich an Hertha-Fans. Das heißt, falls ihr noch keine Tickets habt für das Kaiserslautern-DFB-Pokalspiel am 31.01., holt euch Tickets, deckt euch ein. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für eine kleine Pokalgeschichte. Ja, morgen gibt es dann von mir oder übermorgen ein Leihspieler-Update. Willi Kanga hat heute zweimal im Testspiel gegen Borussia Dortmund getroffen. Glaubt man kaum, also es ist so lustig, ey. Aber darüber werde ich dann demnächst noch etwas mehr erzählen. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es das mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, genießt den Tag, schönen Abend euch noch und tschüss.